Buggies und wir wollen euch wieder eine Runde daddeln. Ich habe aber auch hohen Besuch dabei heute. Und zwar habe ich den Beat von Davorin Records dabei. Grüß euch. Und den Novrel. Was? Habe ich das richtig ausgesprochen? Verfluchte Scheiße. Ja, ja, oder sowas in der Art, keine Ahnung. Und nicht zu vergessen, den wichtigsten Mann auf dem Boot und seinen einzigartigen, wundervollen Foil. Ja, was ist Abend. Deck? Der schrubbt doch nicht das Deck. Foil ist Captain heute. was? Na, hey, hallo. Ich bin irgendwo in der Ecke, nur AFK. Wie ihr seht, wir haben schon ein bisschen was gebastelt. Es ist nämlich irgendwie so schnell dunkel geworden und wir wollten euch das nicht antun, dass wir die Aufnahme in einem Dunkeln starten. Oha. Und deswegen sieht das hier schon so ein bisschen gut aus. So, dann würde ich sagen an der Stelle, genießt einfach das Let's Play. Was willst du? Mein Platz hier bitte reparieren. Nein. Keine Zeit, ich muss Hai jagen. Ich brauche Futter, mein Magen knurrt. Geh doch auf den Grill. Verdammt. Ich geh jetzt mal den Hai. Der Captain ist weg. Alter, ich brauche jetzt Metall. Ich brauche jetzt den Metall, damit wir zu der Insel fahren können. Leute, los, gib mir Metall. Ich meinte, Captain, das ist da, der Ding, der Fall. Ich brauche Metall. Ich bin nicht Captain. Okay, dann bin ich doch wieder Captain. Ja, gut. Gib Leute, mir jetzt irgendwer Metall, damit wir zu der Insel können. Ich muss ein Segel bauen. Ich hab keinen Stein. Jetzt. Oh, hast du Metall? Ich hab kein Metall. Ich krieg auch nichts aus dem. Irgendwie ja, ne? Metall. Ich hab zwei Metalle, aber ich krieg's gar nicht. Gib her, ich will das Segel bauen, wir wollen zur Insel. Ja, das ist mir scheißegal, was du willst. Was zahlst du denn dafür? Ich schmeiß den scheiß Captain gleich über Bord. Der Captain geht nicht über Bord. Du weißt eh, in Österreich ist nichts umsonst. Scheiße, jetzt brauche ich ein Palmenblatt. Oh, ja, hab ich auch, aber das kriegst du nicht. Voll, hast du ein Palmenblatt? Voll rudert uns dahin. Das ist gut. Voll denk. Hier hast du, hier was Palmenblatt. Schau mal, voll rudert durchs Holz durch. Einer muss ja fleißig sein. Voll hat magische Kräfte. Ja, kann's halt, ne? So, ich brauche noch zwei Steine. Wer hat noch zwei Steine? Jetzt fehlt nur noch, dass ich über Wasser latschen kann. Alles her mit dem Stein. Naja, also von der Frisur her wärst du fast ein Jesus. Nice. Aber gib mir deinen Stein. Nein. Gib dir deinen Stein. Nimm den Stein und schieb ihn dir rein. Nein, ich will nicht auch schlafen. Ich will den Stein haben. Wieso legst du dir mit dem Stein ins Bett? Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. So. Das ist der heiße Stein. Boah, bist du gleich da bei der Insel? Nein, noch nicht. Jetzt, warte. Nein. Hey, das Wichtigste. Du bist doch gar nicht der Captain. Du bist doch gar nicht der Ankermann, du bist der Captain. Ja, ich weiß. Der Captain braucht eine Wand. Eine Trophäenwand. Wo war das nochmal? Wieso können wir noch keine Trophäen? Oh, Paul, du brauchst nicht mehr rudern. Das hat der supergeile Koch hat erstmal ein Segel gebaut für uns. Ja, ich hoffe mal, dass der warte noch nicht. Oh. Und ich hoffe mal, dass der. Rein! Ich hoffe mal, dass der Koch. Besser kocht, als wie er sonst irgendwas macht. Das ist jetzt so Leute, was müssen wir ran an die Arbeit. Das wäre schön, wenn was essen da wäre. Ja, ich hab, meine Angel ist kaputt. Ich kann keine Angel bauen, weil... Weil der Captain wieder schuld ist und alles genommen hat. Der Captain hat wieder das Material weggenommen, deswegen kann ich keine Angel bauen. Der Captain steht auf Material. Wohin? Einfach ins Wasser. Genau, einfach ins Wasser und Sachen untersuchen. Also du suchst auf die ganze Insel ab und schaust, ob du was findest. Hopp! Aua! Der Hai hat mir angeknappert. Das muss so sein. Mhm. Los Leute, taucht, schwimmt, ich angel. Das ist das Wichtigste. Ich hab hier lauter Fragezeichen. Ich bin ganz runter, aber. Was mach ich mit den. Ah! Nee, was mach ich mit den Fragezeichen? Du sollst da was abbauen. Ja, wie denn? Mit dem Haken. Jetzt sauf ich gleich ab, Banu. Ja. Irgendwo an der Insel gibt's immer, oh, jetzt krieg ich einen Hunger an, oh mein Gott, was ist denn da los? Ich stirb gleich. Der Captain ist doof. Na, der Captain ist nicht doof und auch nicht tot. Der Captain, der wird auch alle retten. Voll. Ja? Meuterei gibt's nicht. Komm mal aufs Boot zurück. Moment, hier ist gerade so viel Ton. Ich baue auch gerade Kupfer ab, hallo? Vor, übereil dich! Au, hi. Ja. Au. Also, der Captain ersäuft Gott. Der stirbt. Oh mein Gott. Gut, oh mein Gott. Nein. Ist nicht schlimm. Gott, du bist wirklich jetzt hier weg. Hier ist jetzt gerade viel Material, was wir brauchen können. Wo ist denn der Hai? Bei mir. Der knabbert mir gut. Grad. Okay, warte, ich glaube, ich kann schon einen Haiköder bauen. Ich guck gleich mal. Hat mich gerade geknabbert.
Ah, voll, der ist auch da. Gehen wir zu Fall. Jo, ich baue mal schnell einen Haiköder, Mädels. Besser. Der kocht gut. Ihr braucht jetzt keine Angst, wir haben vor dem Hai. Papa baut einen Haiköder. Ja, dann schmeiß ihn rein zum Speisen. Hab ich schon, hab ich schon. Also, ich schmecke auf jeden Fall nicht. Mir ist noch ein Knochen dran. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja schon die ganze Zeit auf Diät. Also, ich bin gut gesättigt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, du, aber ich nicht. Du futterst scheinbar unser ganzes Zeug weg. Ja. Natürlich. Könntest du mal angeln gehen, solange wir hier arbeiten. Das mache ich doch die ganze Zeit schon. Ich habe schon den ersten Fisch wieder drauf. Ja, wir Zeit, wir verhungern schon. Jetzt darfst du. Ich glaube, ihr müsst mal aufs Boot kommen, damit der Hai an den Köder rangeht. Ja, ich habe das gemerkt. Der hat mich nämlich auch schon gut zerbissen. Was? Er beißt nie? Ist so eine Kiste jetzt stehen oder sowas? Na, wir müssen ja schon Kisten bauen. Ja, kommt gleich. Ich. Wo sollen die da hin, die Kette? Oh, er hat einen Erfristen. Okay, alle ins Wasser. Los, hau den zweiten Heilköder rein. Ich hab keinen zweiten. Ja, ihr redet ja von Fall oder von unserem Nova. Ach so. Nee, ich hab nix. Ich bin, glaube ich, kein schmackhafter Heilköder. Egal. Solange wie deine Füße jetzt im Wasser waren, da hätte ich keine. Der ist nicht vorbei, der kommt ja nicht mehr. Den Käse machen. Jetzt schmückt er falsch rum, ne? Aber das ist eh gut, wenn dann kann man endlich umbringen und die Trophäe aufhängen. Nee, ja, wenn er einmal gegen aus, wenn er am Heiköder ist, haut er wieder ab. Ja. Mir wundert es, dass auf der Insel nirgendwo so ein versunkener Bereich ist. So eine kleine Hütte unten. Wo es meistens viel Metall und Scharniere und so gibt. Ist sie vielleicht zu klein dafür oder noch, weil wir noch am Anfang sind? Na, das ist immer eigentlich. Hatten wir bis jetzt aber noch gar keine einzigste von. Doch. Eigentlich bis jetzt an jeder Insel. Zack! Was machst du? Angeln! Warum angelst du nicht den Hai raus? Wenn das gehen würde, hätte ich den schon. Ja. Jetzt ist der Hai kaputt. Ja, er hat meine Angel kaputt gemacht. Er hat einer Planken. Planken? Die müsst ihr mir in meine Kiste reinpacken, ich kann sonst nicht kochen. Ja, ich komm. Hier ist noch einmal Süßwasser. Aber man sieht, wer bei euch zu Hause die Hosen anhat. Also nicht du, weil du musst kochen. Bin ja auch gelernter Koch, ne? Echt jetzt? Ja. Das meinst du, warum meine Frau mich geheiratet hat? Dass sie nicht mehr kochen muss. Ich wollte gerade sagen, nicht wegen dem guten Aussehen. Ja doch, natürlich das auch, ne? Leute, ich brauch Planken. Hier, ganz Leute, links, ich würde sagen, wir fahren jetzt dann weiter, weil sonst gibt's da nix. Wo bist du denn? Ganz links. Oh, der hat gesagt, weiterfahren. Der Captain hat gesagt, weiterfahren. Ja, wenn du jetzt einen Anker einziehst, gell, dann ist's vorbei. Entfernen. Okay, weiter geht's. Scheiße, der Captain ist ja doch schon an Bord. Na sicher. So, jetzt gib mir mal Planken. Links, ganz links, hier. Was will ich denn bauen? Ich brauche eine Angel, sonst verhungern wir gleich. Ich verhungere auch gleich. Hier, in der einen Kiste ist schon ein gebratener Fisch drinne. Ja, den frisst der vorher schon wieder. Gut. Na, guck mal in die Kiste rein. So. Oder hat der Pete die wieder gefressen? Ja, der Pete. Ich hab gar nichts gefressen. Na, einer frisst grad. Ich nehme jetzt die Makrele. So, ich verhungere mich gerade. Na. Hier, pass auf, ich hab auch rohen Fisch. Den packe ich jetzt hier in die Holzkiste rein. Den könnt ihr euch den rohen Fisch reinziehen. Das ist ganz rechts. Scheißegal, Hauptsache gesättigt. So. Wir sollten schon langsam mal den Forschungstisch bauen, gell? Das ist so Info. Ja, dann mach doch mal, Captain. Ja, gleich. Der schaukelt sich hier nur die Eier, der Captain. Ja, sicher. Eigentlich wart ihr nur auf meine kleinen Prostituierten, die mir da jetzt meine Eier abtrauen. Ach so. Oh! Ich verhungere aber gleich, also... Ja, ich hab doch dafür schon drin, aber ich hab keine Palmblätter. Ich brauch Palmblätter für Seile, damit ich eine Angel bauen kann. Ich hab doch alles Mögliche da reingeschmissen schon. Die sind schon aufgebraucht. Ich habe aber auch Holz in die erste Kiste reingeworfen. Ja, also so viel Zeug drin und du. So, jetzt habe ich noch ein Seil. Da komme ich trotzdem nicht weit mit. Ja, ich brauche Seile, Männer. Es tut mir leid. Baut's mal das Floß ein bisschen größer. Der Captain hat gesprochen. Wie viele Seile brauchst du denn? Alles, was du hast. Mein Welche Gott. Kiste? Mitte? Ja, Leute, schmeiß vor, sieht, schmeiß, ja. Gib her hier einfach her. Hast du? Irgendein Idiot hat gerade was gesagt. Ja, keine Ahnung, wer das war.
Schmeißt es über Bord. Spracherlaubnis nicht erteilt. Wie wär's, wenn wir die, automatischen Angler bauen? Ha, gute Idee. Captain hat eine gute Idee gehabt. Ja, da warten wir die ganze Zeit schon drauf, dass du eigentlich sagst, für die bauen sollen. Wir haben schon 20 Stück vorbereitet. Ah, scheiße. Der Ding passt hat eine Idee, drauf. Vorsicht, der hat eine Idee. Lauf doch mehr Leben, der Captain hat eine Idee. Der Captain hat immer Ideen. Captain, du bist doch super schlau und super toll, ne? Ja. Dann besorg mir mal bitte eine Fischröhre. Damit ich nicht mehr angeln muss, sondern wir die Fische alleine fangen. Es gibt's leider nicht in dem Spiel. Aber du kannst mal deinen Lümmel reinhängen. Vielleicht sterben sie dann alle. Da ist noch Seil drin. Wir brauchen Dynamit. Ich glaube, der Geruch von deinem Lümmel, der ist ungefähr gleich stark wie Dynamit. Das passt schon. Okay, der Captain wird jetzt erstmal auf Diät gesetzt. Ihr braucht Planken, dann kann ich einen Forschungsdie sparen. Ups. Das sind jede Menge. Ich hab ganz viele, aber meine kriegst du nicht. Wer, oder was für super schlauer Typ hat das blöde Segel da hingestellt und dahinter gleich die Kiste? Also das Segel stand da schon vor den Kisten. Die Kisten sind aber wichtiger als das Segel. Na gut, dann reiß ich das Segel jetzt ab, wenn ihr das so wollt. Wir werden die Kisten gleich umgesetzt, kein Problem. Aber unser Captain hätte ja mal eine gute Idee haben können und das Boot da weiter nach hinten raus. Habe ich schon, aber ich habe nicht so viel Planken mehr. Es wäre schön, wenn wir einmal die Stelle repariert, wo ich draufstehe. Weißt du, wie viele Planken wir hier drin haben? Jetzt seid's ruhig, wir haben gerade das Wichtigste. Wir haben eine Trophäenwand. Scheiße, wir verhungern. Wir verhungern, Captain. Ist egal, ich habe eine Trophäenwand. Sobald wir gehen jetzt. Ich baue das Floß jetzt aus. Paul, geh mal bitte an den Tisch ran und erforsch mal die Fänger, dass wir Fänger bauen können. Ja. Ja, anscheinend muss der Koch mal die Position hier übernehmen, damit das hier funktioniert. Der Captain ist scheiße. Der Captain ist super. Der Captain, der geht jetzt dann den Hai jagen. Ich hab's euch gesagt, wir hätten den Captain auf der Insel lassen sollen, aber nein. Wir wollten den ja wieder mitnehmen. Wenn der Hai tot ist, dann kriegen wir extrem viel Fleisch und sehr nahrhaftes Fleisch. Das reicht nicht lange bei den Voll. Voll frisst alles roh. Sushi. Roh und blutig. Oh je. Voll zu langsam läuft, nimmst du eine. Kann mal einer eine zweite Kochstelle bauen, bitte? Wieso schönst du die Segel jetzt weg? Nur so. Ihr habt doch gesagt, ich soll es wegnehmen. Mein Gott. Captain, du hast gesagt, Segel soll weg. Ich hab Segel weggemacht. Ich hab nicht gesagt, Segel soll weg. Ich hab gesagt, Segel ist scheiße an der Position. Aber da, wo du liegt. Das ist die gleiche Aussage wie Segel soll weg. Ja. Der Captain, der weiß auch nicht, was er will. Grill liegt. Okay, ich komme, warte. Der Grill soll nicht liegen. Den hab ich hingeschmissen aufs Boot. Hat ihn aufgehoben? Ja, hier mal aufgehoben. Gib den her hier, das ist mein Grill. Du hast damit nichts zu tun. Ja, da, nimm. Wo will ich ihn haben? Mein Gott. Gib den her, du machst alles kaputt. Da, nimm und sei glücklich damit. Scheiß Captain. Nix scheiß Captain. Der Captain grillt gleich einen kleinen Lümmel auf dem Teil, aber da wäre man nicht satt von dem kleinen. Das hat doch noch große Fresse, der schwule Captain. Ja. Der Captain ist nicht schwul. Ich hab ja gesagt, nur der Gefickte ist schwul. Haben wir noch Holz? Ja, mal schau, wie er ablenkt. Captain, checkst du mal vier? Ja. Nee, ich hab hier doch was gefunden. Ich nehme das einfach alles aus der Kiste raus. Hab da Pech gehabt. Ja, ich brauch kein Material. Ich hab jetzt überall Planken drunter gelegt, wo ich noch hatte dafür. Okay. Ich geh heiern. Endlich tut er mal was Produktives. Ja, mach ich. Ja, das ist Futter. Ich hab dir hier noch Planken rein. Jo. Oh, wie viele Finger kannst du schon bauen? Noch keinen einzigen. Ich hab keinen Metallschrott. Ich auch nicht. Doch einen einzigen hab ich. Komm her, wie wär's, wenn wir uns nur vier Betten bauen, dann können wir die Nacht überspringen. Da hast du schon mal Metallschrott, einer hier. Ja, aber wie sie uns ignorieren. Habt ihr jetzt gemutet? Ein Bett haben wir schon stehen für dich. Warum sagt Beat eigentlich nichts mehr? Bla 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 bla. Keine Ahnung. Haben wir den gemutet? Nix ist gemutet. Wo ist das Metall hin, was mir rausgeworfen wurde? Das hab ich dir doch da hingelegt. Hat der Captain bestimmt wieder geklaut, die Fotze. Der Captain klaut nix. Ups, was ist denn das? Hey, da ist Metall, cool. Hier liegt Schrott. Hier auf dem Boden liegt Schrott. Will den Schrott mit? Ja, dann nimm's mit. Dann nehme ich's halt, wenn du es nicht willst. Wo ist der Hai? Voll braucht den Schrott für Fingerbauen. Dann soll er aufheben. Voll.
Ja, voll, bau mal voll was. Holt mein Ding hier. Weißt du, genau, hier voll. Hol dein Ding raus, hat er gesagt. Hast du das ja gehört? Hol ihn raus. Wolltest du nicht den Hai töten? Danke. Ja, wenn der Hai wegschwimmt von mir. Ja, der bei deinem Gesicht hätte ich auch Angst. Das ist der Geruch. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Dammit. Ja, unser Captain war der Captain. Jetzt ist der Kopf. Nein, der Captain ist nur am Leben. Der Captain ist gut. Habt ihr was zum Essen für mich? Nein. Doch, da war was zum Essen. Paul, hast du Hunger? Ich hab's schon gegessen. Egal, ich muss nur sagen, wenn du leer machst, dass ich nachlegen kann. Ich hab nämlich für schon eine Ende. Ja, dann leg nach. Ich hab grad schon nachgelegt. Ich pack den jetzt hier schon. Ich esse schon nebenbei rohen Fisch vor langer Weile. Ja. Wir könnten nur einen Griller bauen. Ja, dann mach doch, Captain. Ich hab keine. Nein, bin ins Wasser geflogen. Ah. Setz das Segel, der Captain ist im Wasser. Welches Segel? Wir haben noch keins. Genau. Du hast das Segel leider abgebaut. Weil es der Captain befohlen hat. Ja, der Captain hat es befohlen. Der Captain befiehlt nie was. Captain nie was sinnlos. Deswegen klappt hier auch nichts. Gib's mal rum. Steht hier eigentlich so eine scheiß Tür im Weg? Oder so eine scheiß Wand? Reiß die weg. Das ist meine. Nein! Ah, das wird meine Trophäenwand. Lasst es. Da kommt der erste Haikopf. Ey! Weg, wir wollen Platz. Das waren alles Materialien, du Depp, du. Komm das neu. Vorher sammel schon. Für ein Fass springt er sogar rein. Na sicher. Ich würde dafür viel weniger reinspringen, aber. Du schmeckst nicht so gut, deswegen brauchst du keine Angst haben. Ja, der Hai hat mich schon dreimal anknabbert. Ja. Aber nur angeknabbert. Oha, der Sammler, der sammelt. Ein Sammler, ich hab den gestellt. Ey, wir teilen alles brüderlich, gell? Davon merke ich nichts. Fast alles. Tötet den Captain. Wir sammeln und die sacken alles ein und bauen Scheiß. Was ja, irgendwie ja, ne? Ich bin die ganze Zeit am Angeln, ihr Schweine. Eben, und ich bin die ganze Zeit am Angeln. Was macht eigentlich der Captain die ganze Zeit? Der steht hier nur rum. Der labert nur rum, der Kerl. Der schafft gar nichts. Ja, das ist das Gleiche wie auf der Baustelle. Einer hat die Aufsicht und die drei Jugos sind beim Arbeiten. Ja, das ist bei der Stadt. Ja, sag ich ja. Das bei uns ist die Baustelle. Österreich ist allgemeine Baustelle. Nein. Das, so, ey, das sagt Menschen, der Deutsche. Ne? Nein, das sagt der Deutsche, wo auf der Autobahn Leihbaustellen sind. Also, kannst du bitte Deutsch sprechen? Nö. Deswegen klappt das doch nicht mit deinem Kanal. Ah, die verstehen dich nicht. Na, ich werde jetzt meinen Kanal komplett auf Dialekt machen. Ups. Okay. Ja. Und dann werden sie halt denken, wie geil ist das denn bitte? Steht keine Sau, muss bestimmt was Gutes sein, was er erzählt. Ja, das kann sein. Aber da kommt egal. Der Google-Übersetzer. Und ins Wasser gefallen. Captain, ich habe keine Rettungsweste. Verdammt. Mann über Bord. Segel ist gesetzt. Was? Mann über Bord. Eunuch über Bord. Nix, Mann. Hallo? Eunuch, scheiße. Captain, blöde Fotze. Ich stich dich ab. Hey, wir müssen aber die Folge auf FSK 18 oder sowas machen, gell? Ich muss mal kurz in die Einstellungen. Ich glaube, die können wir gar nicht hochladen. Nein. Das Segel! Der Hai ist tot, fast tot. Müssen wir unten drunter schreiben, so, Vorsicht, Dialekt sprechender Mensch. Man versteht ihn kaum, aber er spricht. Wir haben uns erlaubt, heute mal mit unserem Österreicher zu spielen. Ich hoffe nicht, dass du mit mir spielen willst. Ne? Haben Mitleid gehabt, Ösi gefunden im Urlaub. Hallo. Ihr seid ganz froh sein, dass ihr mit dem Spiel. Das ist. Ihr erweitert euren Horizont. Ey, was? Jetzt hört's mal was anderes als wir euer Hochdeutsch. Das komm ich schnell beheben. Würde hier das irgendjemand ist wie Urlaub sprechen. Nimmst du Drogen oder so? Für mich ist das Hochdeutsch. Weil ich sage nicht mehr was anderes. Hochdeutsch, ach, das heißt Hochdeutsch. Hoch. Nicht? Ach. Fisch ist leer. Komm her, Hai. Ah, der Hai ist weg. Kannst du jetzt mal Segel einziehen? Nein. Weiterfahren. Nein. Komm, schwimm. Nicht witzig. Ich bin...
Ich wollte gerade dort das Podest abschlagen, wo du drauf springst. Paddel raus! Paul, wir brauchen noch zwei Segel. Wenn das nächste Mal passiert, sind wir vielleicht schneller. Ja, und ich bin dafür, Paddel, dass wir Friendly Fire einstellen. Und dann noch ein Paddel dazu. Guck mal, da kommt der Hai. Mhm, dort Kimper. Ja. Captain, Captain, Land in Sicht! Oh, da ist irgendwas auf der linken Seite. Ja, ich bin im Wasser. Ich dreh das Segel. Dann dreh. Da hinten ist bitte, irgendwas. Aber bitte nur Segel, gar nicht irgendwelche illegalen Trainers. Weil du schaust nämlich aus wie einer, der was die ganze Zeit Drogen macht. Psst, Bruder, jetzt! Mein das Gott, das Fassel ist echt verfault. Da ist Land in Sicht. Wir brauchen mal ganz schnell einen Anker. Erster Offizier, bauen Sie einen Anker. Ich brauche dafür zwei Steine. Ich bin der Erste Offizier, ich bin der Koch, Erste Offizier, alles auf einmal. Voll ist der Leibeigene. Die liegen da unten irgendwo in den Kisten drin. Voll ist unser Lenor. Ihr habt da gerade 6 Steine. Ja, aber ohne mich geht nichts. Was macht eigentlich Norwoll die ganze Zeit? Das Deck ist pottenbreckig. Wie weit das? Das Deck ist voll sauber. Also, ich sammle die ganze Zeit. Wieso kann ich denn jetzt den Anker nicht setzen? Ach da. Weil du nicht kannst. Okay, ich gehe noch ein Stück nach links. Wie wär's, wenn man das ganze Holz sammelt und das ganze andere Hanf, ich meine die ganzen Pflanzen. Und Stein Hanf, und. Ja. Ah, guck mal, schon wieder so eine scheiß Bauplan. Ich will von dem. Kannst du wegschmeißen, den Scheiß braucht kein Mensch. Doch, ich setze mal da so ein kleines Beet her, gell? Also wir brauchen irgendwas zum Reindern. Das ist cool, ich kann Kackhaufen reinsetzen. Aber dann vergrapschen, gell? Weil sonst stinkt's. Irgendwie kommen wir nicht auf die Insel drauf zu, kann das sein? Der Wind ist scheiße. Es kann sein, fall ans Ruder. Rudersklave. Der Captain kann ja schon mal hinschwimmen zu der Insel. Okay, warte, wo ist der Hai? Hinter dir. Ich bin hier im Wasser, wie soll der hinter mir sein? Da lang müssen. Da drüben, da. Gut damit. Oh, wir sind gleich da, ja. Wir sind gleich da. Weiter so. Hey, kackst du da jetzt gerade neben unser Dings, unser. Nein, Captain, Anker. Noch ein Stück. Anker ist drinnen. Nein, zu früh. Nein, wir passt perfekt. Wir Segel eingeholt, Anker ist im Wasser, rauf. Ja. Und jetzt fällt's die Bäume. Rot jetzt den Regenwald. Oder so, ich fahr weiter. Das wäre verschwendete Ressourcen, gell, nur so zur Info. Ist scheißegal, Hauptsache wir sind Captain los. Im Moment nenne ich Fall für den Captain, weil ich bin jetzt nicht an Bord. Ich bin auch nicht an Bord. Gut, alle nicht an Bord. Wer ist denn jetzt Captain? Du. Okay, ich fahr weiter. Viel Spaß. Was hast du eingestellt? Der Hai, der macht Damage ohne Ende. Kannst du mal einen Köder bauen? Ich drück immer nur Start. Start. Machen Sie Start. Oh, verdammt. Der Hai hat mich so oft anknappert, jetzt habe ich echt nicht mehr viel Leben. Kannst du es denn einmal ablenken? Ich könnte sogar noch einen Haiköder bauen. Warte mal kurz, wenn er mal alle zum Boot zurückkommt. Boah, wow, der Hai, der war gerade da. Ich bin da. Wenn es volles Leben habt, gell? Wenn es volle Vollfutter zeigt. Nur dann Seile, dann kann ich einen Haiköder. Ihr habt rote Samen dabei. Na toll. Jetzt verteilt er hier schon seinen Samen. Gelbe Blumen natürlich dabei. Und gelbe Samen. Irgendjemand muss ja für die Vollpflanzung der Menschen sorgen. Und Ananassamen habe ich auch dabei. Wo hättest du denn gern deine Samen? So, pass auf. Ich schau an Bord. Ich hau jetzt den Haiköder ins Wasser. Ja, schmeiß. Und mach mal wieder ein bisschen, ja genau, trinken und so. Ich bin doch schon dabei. Ich sehe es ja. Der Küchenchef ist dabei. Wo ist der Hai? Hai beschäftigt? Jetzt ist er, ja, jetzt. Das kann irgendwie so eine schwule Hintergrundmusik. Das ist der Song vom Captain. Was? Der Song von Captain? Ja, die schwule Hintergrundmusik.
Eigentlich stehe ich ja mehr so auf Justin Bieber, aber... Ach du Scheiße. Meuterei. Kicken bitte sofort. Meuterei. Meuterei. Die singen eine Milchschnitte. Wieso nennst du denn Milchschnitte? Hm. Weil, wissen wir da was nicht? Oh, da habe ich jetzt was. Oh, voll. Guck dir den doch mal an, den kleinen Kampelmann da. Ey. Wieso pflanzt der Idiot hier Blumen? Ja, damit wir Blumen haben. Damit wir das Brot schön haben. Wir verhungern, aber Hauptsache wir haben Blumen. Ja, weißt du, und wir haben das schön, und wir haben ein schönes Boot. Das Boot muss schöner werden. Ich hab unten die Basis, was da versunken ist, gelootet, gell? Nur so zur Info. Ich muss mal ganz schnell was einstellen. Und zwar, ich glaub... Nicht glauben. Doch, jetzt passt's. Ja, vorhin habe ich 120 FPS eingestellt gehabt und dann OBS irgendwie jetzt mal an Framerate Drop auf 30. Aber jetzt passt's. Oha, wir sind schon bei einer Hai. Aua, der Hai. Hast du da eine Affäre mit dem Hai? Oh, ja, nimmst den Seetang mit. Der gibt's mir. Hai braucht Sauerstoff. Seetang. Der Hai ist fertig. Der Hai ist tot. Ja. Ich krieg einen Haikopf. Oh Gott. Wer von euch schwänzt einen Haikopf? Haha. Ich nicht, ich war zu weit weg dafür. Jetzt geht der Hai immer tiefer, ich komme nicht hinterher, oder? Oder? Kann man den nicht looten? Doch, du musst ihn anstechen. Also du musst in ihn reinstechen, aber bitte... typische Österreicher, haben sie was reingesteckt. Aber du musst ihn mit deinem Speer pieksen, gell? Also nicht mit deiner Nudel. Ja. Was machst du da? So, ich hab einen Heilkopf, wo soll ich denn den hinmachen? Ich bin kurz vorm Verdursten. Wer bist du, dass mich das interessiert? Ich hasse den Captain. Bau das jetzt bitte schnell. Mach ich doch gerade. Wenn du nicht neben mir stehen würdest und mich stressen würdest, wäre das schon fertig. Oh mein Gott. Wir haben den Hai gekillt und... Kopf habe ich in den rechten Dinger rein. Ja, geil. Wir haben keine Planken mehr. Bring mal Holz mit. Davon. Ja, geht nicht, da gibt's kein Holz. Doch, hier ist doch ein Baum. Ja, da müsstest du ihn fällen, aber das geht nur mit der Axt, gell? Ich hab doch eine Axt. Ja dann, fäll die Bäume. Alles muss ich machen. Ich soll Essen machen, Bäume fällen. Wegen dir? Deckschuppen machst du. Ich denke, das ist Novels Aufgabe. Der lungert ja, hab ich ja gesagt, dass er Deckschuppen soll, aber er will nicht. Ich krieg keinen Besen dafür. Das also, ich keine ist Zeit, egal. Die Rohstoffe dann, schießt. Dann leck das Deck sauber. Mit der Zunge. Nicht mal lecken, ach, dann willst du keine Holzplanken. Doch, gib her. Doch, wir brauchen Planke. Alles. Ich brauch die. Ihr braucht die nicht, ich brauch die. Da drin ist es. Rechte Dingens. Sennelei Sime. Wo ist der Haikopf? Was ist denn Haikopf? Ha? Der war rechts drin. Da ist kein Haikopf mehr. Tja. Gib mir den wieder, bitte. Ich brauch Captain Kunststoff. Der Captain will nur den Haikopf, mehr will er nicht. Ich geb dir immer noch Heil. Hier um die Insel rum ist noch jede Menge Zeug, ne? Also, ich wär schön, wenn meiner helfen kommen würde. Ja, ja, los, rein ins Wasser, ihr faules Gelumpe hier. Ich bin unterwegs. Faules Gelumpe, sagst du. Zeit. Weißt du, ich soll Deckschrubben, ich soll hier helfen sammeln und die zwei gammeln da auf dem Deck rum und machen sich irgendwas mit dem Heilkopf. Deck rum. Wir machen Liebe. Noch, wacht, wir schmieden gleich einen Plan, wenn wir unten in der Ecke Zeit haben. Das Boot versenkt. Ja, ich hab genug Metall jetzt gesammelt, weißt du. Ich brauche noch was zum Futter. Ich auch. Wir haben kein Holz mehr, also fahren wir weiter. Ich habe Holz. Halt die Klappe, du brauchst kein Holz. Doch. Sehst du, dass du jetzt endlich diese scheiß Insel abtauchst und schmeiß ich dich ins Wasser. Jetzt gibt's eine Meuterei. Nein. Gib mir den Heilkopf. Wenn du jetzt nicht gehst, schmeiß ich den Heilkopf ins Wasser. Okay, geh sammeln. Gib mir dann den Heilkopf. Meine Fresse. Jetzt muss der Koch schon die Leute einteilen, weil der Captain nichts hinkriegt. Na, das stimmt ja gar nicht. Der hat noch einer Kunststoff? Zufällig? Nee, ne? Doch, aber ich bin zu weit weg von dem Boot gerade. Okay, schade. Weil ich habe nämlich so viel gegrilltes Fleisch im Inventar, dass ich nehmen kann. Nimmst du den Seetang? So ein Taucherding?
Es kann aber gleich sein, dass ich zurück muss, weil ich mein Inventar voll habe. Das wäre gut. Ich baue nämlich schon die Küche, das wichtigste Gebäude auf dem Boot. Ihr habt da Rezept, das kann ich da aufhängen, gell? Ja, aber nicht in meiner Küche. Warum nicht? Nein, ich will erst noch ein, zwei Kisten an der Wand haben, wo ich immer fertiges Essen reinpacke, dass ihr immer wisst, wo ihr ran müsst. Ja, hab ich schon praktisch für dich, zwei Stück. Kisten? Oh, der Hai ist wieder da. Wo sind die denn? Bei mir im Inventar, weil ich nicht wusste, wohin damit. An die Wand hängen. Ja, die will ich ja an die Wand hängen, ich brauch bloß Kisten. Da nichts hinhängen, hör auf, hier irgendwas hinzuhängen in meiner Küche. Ja, aber... Einfacher Fischeintopf. Raus aus meiner Küche, raus! Dann hänge das heraus nachher. Ich schmeiß deinen Heidkopf ins Wasser. Ich bin schon weg. Jetzt hast du was gefunden, wie du mir pressen kannst. Hey, wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Sollen wir mal... Können wir teilen. Was? Ehrlich. Ja, aber wer sagt dann... Hi, ciao, Pfiat euch. Fickt euch. Na, Pfiat euch. So. Grüß euch. Vorsicht, hi, ich bin auf dem Rückweg. Ja, ich bin auf dem Rückweg, ich komm... Gut, dann würde ich sagen, fahr mal los. Nee, nicht, hier ist noch alles fertig gelootet. Ja, los, losfahren. Geh ins Wasser sammeln, los. Wir brauchen Holz, sonst verhungern wir irgendwann, nur so zur Info. Du brauchst kein Holz, ich habe Holz im Inventar. Ich koche die ganze Zeit schon. Lang sind neu platziert. Gib mir mal die Kisten, bitte. Bitte schön. Ich habe das ganze Inventar, ich habe das scheiß ganze Inventar voll mit Essen, kann aber nichts machen. Ich brauche Essen. Ich bin gleich verhungert. Ja, komm mal her. Komm her hier zu mir. Alle außer Pete. Okay. Wo bist du? Ah, hallo. Da kann man einen Speer, um den Hai abzuwehren. Ich bräuchte auch noch bitte Essen. Ja, gibst du ihm was ab? Ja, klar. Wo bist du? Wo bist du? Hinter dir. Man kann es irgendwie auf die Inseln da so rauf backen. Oder irgendwie gibt es immer einen Weg, dass man rauf. Ja. Das arbeitende Volk muss auch essen. Genau. Was? Sklaven haben sich Essen verdient. So schnell kann der gar nicht Essen produzieren, wie wir es fake grauen. Das ist das Problem gerade. Ich bin die ganze Zeit hier in der Küche im Gang. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Das ist ein 24-7-Job. Ja, das passt schon. Das ist von echt, oder? Ja. A la carte Geschäft hier bei euch. Wir sind hier nicht mal schlimmerig, wir wollen nur essen. So, pass auf, dann gucken wir jetzt mal, ob ich auf die Insel halt. Wer hat den Anker gelichtet? Nicht. Ja, der Anker ist noch. Ist hier. Ich gehe noch mal gucken, ob ich auf die Insel draufpacken kann. Ich habe ja noch die Axt. Naja, du kannst irgendwie darauf. Aber ich weiß nicht, ich schaff's gerade nicht. Weil kein Dings ist, kein Wellengang. Haben wir doch Haiköder? Ich weiß es nicht. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Ja, ich auch. Du nimmst alles links und ich nehme rechts. Komm. Die richtige Aufteilung. Sieht das geil aus. Ich komme hier nicht hoch. Ja, das musst du echt angucken, ey. Hat er gesagt, er kriegt ihn nicht hoch? Du sollst ihn nicht hochkriegen, das ist ein Spiegel. Ich komme da nicht hoch, habe ich gesagt. Kriegen tust du auch schon lange keinen mehr, oder? Ey, mein Blatt. Er hat drei Kinder, also ich weiß nicht, ob da noch was gerade eine Möwe unsere Pflanzen gefuttert. Ja, die muss töten. Ja, ich war zu spät. Du kannst schon mal ernten, gell? Wir haben geerntet. Komm mal her, ich geb dir mal die Axt und dann versuchst du noch mal bitte, ob du da hochbacken kannst. Ich hab's schon probiert, ich komm nicht drauf. Versuch's noch mal. Dann her damit. Da. Aber vorher muss ich nur Rosenblätter essen. Mach das, ess Rosenblätter, damit du besser kacken kannst. Ja. Weicher Stuhlgang, nennt sich das. Im Fernsehen verkaufen sie das für viel Geld. Ich bräuchte was zum Essen, sonst verhungere ich. Sonst können wir ja da nicht raufgehen. Wir fahren! Wer hat den Anker gelichtet? Wir fahren! Leute! Ciao! Ich weiß nicht, aber egal. Scheiße, Pete, du bist ja gar nicht auf der Insel. Ich wollte Hunde nicht abholen. Haha. Jetzt lass das gute Material da hinten liegen. Aber ehrlich. Und jetzt geben wir meinen Haikopf. Nein. Fleißig. Gib mal bitte. Jetzt haben wir ein Problem. Wieso? Die Sammler sind auf der falschen Seite. Die sammeln durchs Boot durch. Hey. Ja, wir schwimmen aber komplett von dem Material weg. Der isst hier ständig meinen Fisch auf. Fall. Nee, diesmal nicht. Ja, da ist er. Willst du den haben? Nein. Hey, Heilkopf im Wasser. Der bedeutet mir echt viel, der Heilkopf. Gib mal. Danke. Schau. Du willst den nur aufsetzen.
Na, das ist dann zum Spaß haben. Für jeden einmal. Achso, du Scheiße. Ich glaube, es ist spät genug. Ihr braucht Holz. Nein, du brauchst kein Holz. Ich brauche Holz, weil ich bin wichtiger, weil ohne Holz keine Angel und ohne Angel kein Essen. Wer braucht Essen hier im Heilkopf? Wir hätten ihn auf der Insel sein lassen sollen. Ich hab's euch gesagt, aber nö, ihr wolltet ihn wieder mitnehmen. Hey, du hast mich auf der Insel gelassen. Fahr du mal ab. Tja. Schau, ihr als Captain hätte ihn nie zurücklassen. Wir fahren doch. Ja, aber falsch. Ja, wir müssen das Boot drehen irgendwie. Das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, das Boot zu drehen. Wie schaut's denn aus mit Planks und so? Stick's mir da. Ihr habt die Sammler auf der falschen Seite positioniert. So, ich fahr jetzt mal Holz hinterher. Voll du in die eine Richtung, ich in die andere Richtung. Ich bin im Heinz. Genau, ich bin dabei. So, und los. Können wir mal machen, Wettbewerb. Wo bist du da? Warte, ich gehe auf die andere Seite. Gucken wir mal, wer schneller schippet. Bereit? Bist du bereit? Ja, und los. Alles klar, los. Gleich reißen sie das Boot in der Mitte durch. Nein, ja, das fehlt. Hi, weißt du, hi. Da, hi. Aber ihr habt keinen... Welche Richtung bewegen wir uns überhaupt? Ich hab keinen Holzspeer. Ich hab gerade einen. Ich glaube, das Segel gibt... Das Segel gibt vor. Ja, in die falsche Richtung steht das Segel. Wir brauchen Planks. Der Captain ist nur am Fressen. Fressen und trinken. Jetzt kommen wir mal in die Richtung von den Fässern und so. Genau. Das ist doch scheiße, die Ecke hier, ey, so wie ihr das eingestellt habt, also ehrlich. Das stimmt ja gar nicht. Captain, machen Sie mal was. Ja, Captain ist im Wasser, Captain geht sammeln. Segel setzen. Unser erster Mat oder auch Koch oder was er immer ist, macht das nicht gut. Aua. Er macht das aber gut, der holt sich einen Captain. Der holt sich einen Captain. Oh, Captain, my Captain. So. Wir haben jetzt kleine Abschreckung für den Hai. Ist das zu essen fertig? Das wäre sehr, sehr... Ja, ich hab... Wenn der Piet nicht alles aufgefressen hat, ist ja noch was. Ich hab was geholt. Wir sind noch zwei Highsticks. So. Wir sind schon wieder mit. Ei. Schaut, wir haben unsere erste Trophäe. Der Heiko. Unser Ziel, also mein Ziel ist erfüllt. Wer baut denn das Segelspiel ab? Eigentlich müssen wir jetzt gar nicht mehr gerettet werden. Wir haben einen Heiko und... Ja. Das Spiel ist zu Ende, wir haben einen Heiko. Spiel beendet. Können schlafen gehen. Nein, kann man nicht, weil wir immer noch keine drei Betten haben. Uns fallen nur welche. Ja, irgendwer baut keine Betten. Ich baue Sammler. Ich koche. Farm. Und putz. Ja, dann gib was. Farm und ich baue. Habt ihr denn dabei, hat jemand Blätter, dann kann ich noch bauen. Ich mache immer alles da. Blätter? Was gibt's nur zum Erforschen? Stein. Oh, wir können einen Steinspeer bauen und eine Farbmühle. Dann können wir unser Boot einfärben. Oh mein Gott. Rosarot. So, ich geh mal schwimmen. Okay. Viel Spaß. Komm halt wieder zurück. Vielleicht ganzer. Oh, vielleicht ein Teil, wenn der Heino übrig lässt. Als nächstes müssen wir die Shakira aufhängen, gell? Das wisst ihr eh. Was für eine Shakira? Die Shakira. Der Hai, was im Wasser ist, ist weiblich. Ach so. Hast du nachgeguckt? Ja. Er war tief drin gesteckt. Ich bin Hai-Profi. Aber sie hat einen leichten Pilzbefall. Ja, was Besseres kriegst du. Also gibt's heute Abendessen, gibt's mit Pilzen. Aua! Kannst du das mal bitte segeln? Bitte, wir haben kein Segel. Doch! Na! Ich war das jetzt ernst. Aber hin ist wenn er mich nur einmal. Hey, der ist drüb gleich, der beißt nur einmal, dann bin ich tot. Ah, Leiteln! Einziehen! Ich bin tot. Segel ist eingezogen. Na, Ich will mich entgegenschwimmen.
Mein Gott, ey. Wir schwimmen komplett am Material vorbei. Ja, ich weiß. Wir zwei haben echt so, so keine Arbeit. Ne, ne. Ich sammle jetzt mit dem Haken, weil... Ein Fass. Eins. Das glaubst du auch nur, du. Geh runter. Das funktioniert nicht, was du da machst. Nein, ich kann nicht mal rüberspringen, weil ich es noch nur hab. Nicht witzig. Und tschüss. Wir trennen uns vom Captain voll, komm! Aber wenigstens, lass von wenigstens ich mal reinkommen. Fuck, fuck. Kommt alles mit. Voll ist tot, voll ist tot. Zieht das Segel ein, voll ist tot. Sonst ist er weg. Ja! Voll, ich rette dich! Ich tu das nur für dich voll, ansonsten wäre ich abgehauen. Ja, kannst du gut vorstellen. Danke. Ich ohne die Anzeige vom Captain wäre da jetzt gar nichts gelaufen, wäre nur so zu Info voll. Ich rudere zu dir voll. Ich gebe alles. Ich schwimme noch so, ich treibe noch so ein bisschen hier. Mit wem treibst du's? Ja, ich treibe noch so ein bisschen hier, jetzt bin ich wieder unterm Boot. Ja, mit mir. Legen da drauf, legen aufs Bett. Ja. Jetzt kannst du schnell Löffel reinmachen und also jetzt ist er voll wieder glücklich. Gott sei Dank, ich hab jede Menge Material dabei. Ja, ich bin unter Boot. Und der Hai ist da. Mein Gott, der Hai, der ruiniert unser Boot, gell, nur so zur Info. Der macht höllisch Damage, komischerweise. Ja, eben. Ich weiß nicht, was er eingestellt hat. Ich hab nichts eingestellt. Ich will grundsätzlich nichts ein. Hat doch gesagt, hart. Ich will mich von euch trennen. Haut ab, Mann. Komm her. Ist euch schon mal aufgefallen, was wir da jetzt machen? Ist gleich sinnlos, weil wir bei den ganzen Sachen vorbeitreiben. Bin schon on the way. Da drüben ist Insel, da drüben ist Insel. Wo? Insel? Wo? Hart Steuerbord, ich weiß nicht, wo Steuerbord ist, aber. Keine Ahnung. Ja, das weiß ich nämlich auch nicht. Scheiße, ich hab nichts zu futtern mehr und Dreck grad. Kann Captain, nicht mehr wo ist die Insel? Da ist der Schule Captain. Da ist der Captain. Captain setzt das Segel richtig. Okay. Du sollst nicht immer neben das Segel hinkacken. Ich geh grad drauf. Warum machst du denn sowas? Weil ich's kann. Ihr seid zu schnell weg. Segel einsetzen, Futter, ich brauch Futter. Wir brauchen einen Anker, das ist viel wichtiger. Da drüben ist die Insel. Steine haben wir hier in Menge. Hab ich. Wo ist die Insel? Ich sehe hier keine Insel. Da drüben. Wir brauchen Palmblätter. Wir brauchen automatische Sammler. Haben wir ja schon ein paar, aber das Boot geht genau in die andere Richtung. Ich sehe hier keine Insel, Alter. Wo sieht denn der eine Insel? Kommt gleich, da vorne. Hi. Ich hab ja gesagt, hart Steuerbord. Oh mein Gott, ich bin ins Wasser geflogen. Ja. Ah, da ist die Insel. Sag ich ja. Euer Captain hat Augen wie ein Adler. Augen wie ein Adler. Der schwule Hund, der. Hallo? Komm, wir rudern voll. Für irgendwas müssen wir ja da sein. Haben wir noch Seile? Bin ich auch gerade am Suchen. Ich hab 8 so, Seile. Für was braucht man Seile? Jetzt gehen wir mal Vollgas, ne? Für einen Anker. Gib mir die Seile. Scheiß Kim. Hier kommen Palmblätter reingeflattert in die Sammler. Nein. Wir fahren bei allem vorbei. Ist nicht schlimm. Erst wollt ihr auf die Insel, dann wollt ihr wieder in den Strom rein. Wir müssen auch wissen, wo wir hin paddeln sollen. Wir Anker steht. Aber nicht reinwerfen, bitte. Jetzt reinwerfen? Reinwerfen? Ja, natürlich. Dann können wir noch lange paddeln. Aber dann haben wir keinen Anker mehr. Mei, du hast nichts zum Essen gemacht. Was bist du? Ich hab kein Holz mehr für eine Angel. Ich bin am Verhungern. Ist mir doch scheißegal. Der Paddel ist kaputt. Also alleine wäre ich besser dran gewesen. Ja, blöde Frage. Haben wir jetzt nichts mehr zum Essen? Also Bretter sind in den Sammlern. Oh mein Gott. Ich hab aus Versehen den... Schmeiß den Anker! Schmeiß den Anker! Nicht! Moment, wir müssen mal gucken, wo wir hochkommen. Schmeiß den Anker! Anker liegt? Oh mein Gott, da ist noch Haifleisch. Ah, verdammt, das rettet mich jetzt. Na toll, jetzt frisst du meine Reserven. Ja, jetzt bin ich satt. Jetzt haben wir nur ein Problem, wir haben kein Haiköder für zum Schwimmen gehen. Ja, ich angel gerade.
Dann spring halt rein. Sei nicht so. Spiel du den Heikköder? Ich? Ja, sicher. Nee, danke. Ah. Ja, das ist eben schon so schwer, dass ich viel zu mager bin. Ich bin schon drüben auf der Insel. Ich bin auch schon unter der Insel. Ja, er kommt gerade immer zu mir. Er hat mich gern. Zum Fressen gern heute. Das kann sein. Ja. Aua, er hat aber gerade mir anknabbert. Ja, richtig so.